So, Freunde, Battlefield 1. Heute fasse ich euch ein paar News zusammen, die die letzten Tage so die Runde gemacht haben. Es geht los mit der Performance und dem Netcode. Zu Performance kann ich ein bisschen mehr sagen, denn ich habe Battlefield 1 5 Stunden lang gespielt. Ich darf leider nicht so mega heftig ins Detail gehen. Aber, Freunde, was ich euch sagen kann, ist wirklich kurz und knapp, ich hatte kein einziges Problem. Was man so an Problemen bei Battlefield haben könnte. Kein einziges. Die kompletten 5 Stunden liefen perfekt. Das klingt zwar komisch, weil es vor allem eine Pre-Alpha ist, ja? Keine Alpha, keine Beta, nicht das fertige Spiel, eine Pre-Alpha. Und es lief für mich perfekt. Ich hatte kein einziges Problem. So viel kann ich sagen. Ich sag nur an der Stelle, den Vergleich zu Battlefield 4. Würde ich jetzt Battlefield 4 5 Stunden am Stück spielen, da wäre safe irgendwas dabei. Ruckler, Lag, Absturz, Hänger beim Rein- und Raustappen. Battlefield 4 funktioniert nicht mehr. Das ist bei Battlefield 4 so und bei Battlefield 1 hatte ich kein einziges Problem. Und das, obwohl es eine Pre-Alpha ist und das ist echt heftig. Ich bin mir auch ziemlich sicher, viele fragen mich auch immer, läuft das Ding auf meinem PC? Und ich denke, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn Battlefield 4 bei euch läuft, dass Battlefield 1 definitiv auch laufen wird, wenn nicht sogar besser. Aber das werden wir einfach mal sehen, wenn das fertige Spiel draußen ist. Denn meiner Meinung nach wurde das echt gut optimiert. Zum Netcode. Aus mehreren News ist jetzt rausgegangen, dass das Game auf dem Event mit 60 Hertz lief. Und das ist echt eine super Nachricht, denn wenn 60 Hertz der neue Standard wird, was es höchstwahrscheinlich wird, dann muss man sich wegen Sachen Netcode und so weiter nicht mehr so viele Sorgen machen. Aber was man hier auch ganz stark sagen muss, dass Battlefield 4 zum Beispiel jetzt mal nicht so gut auf bestimmten Servern läuft, liegt meistens nicht am Spiel, nicht an Battlefield, sondern an den Serveranbietern bzw. dessen Server. Denn der Netcode in einem Battlefield kann so gut sein, wie es nur geht, der kann perfekt sein. Tickrate auch perfekt, wenn der Serveranbieter mit seinen Servern das nicht schafft, ja, wenn die Server zu schwach sind oder die Leistung auf Dauer nicht stemmen können, dann ist das alles umsonst, dann läuft das Spiel trotzdem scheiße. Was ihr auch bestimmt von Battlefield 4 kennt, denn es gibt viele Server, wo das Spiel echt gut läuft und es gibt auch viele Server, wo das Spiel halt einfach nicht gut läuft. Da geht nicht rein, der Netcode ist scheiße, es laggt manchmal, das liegt nicht an Battlefield. Viele schieben es immer direkt auf Battlefield, Battlefield scheiße. Nein, das liegt an den Serveranbieter bzw. dessen Server. Also müssen da die Serveranbieter auch wirklich nachziehen, dass sie da bessere Server zur Verfügung stellen, die das Game auch stemmen können. Ansonsten zum Netcode selber, wie sich das Ganze anfühlt beim Schießen auf Gegnern, ob gut reingeht und so weiter, kann ich echt nichts zu sagen, denn wir saßen alle in einem Raum und hatten alle einen Nuller-Ping. Der Netcode und so weiter wird sich erst großartig bemerkbar machen, wenn man da wirklich mit einem normalen Ping spielt und da werden wir einfach mal sehen, wenn man dann die ersten Versionen vom Spiel richtig zu Hause spielen kann. Ein paar Sachen noch zum Teamplay. Wenn ich jetzt zum Beispiel von jemandem Munition oder ein Medikit bekommen habe oder wiederbelebt wurde, dann sehe ich den Namen von dem Spieler, kann mich also bei ihm bedanken. Genauso sehe ich aber auch den Namen, wenn ich zum Beispiel tot bin, dann sehe ich oben rechts eingeblendet, wie weit der nächste Medi entfernt ist. So zum Beispiel bla 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 30 Meter und dann kann ich eine Wiederbelebung anfordern und dann sehe ich den Namen, der dann entweder zu mir kommt oder halt mich einfach eiskalt ignoriert. Das ist eine Sache, die finde ich sehr nice, dass man einfach die Namen sieht von den Leuten, die mir etwas geben oder halt auch nicht. Dazu gibt es verdammt viele Punkte für das Squad-Play. Wenn man einem Squad-Befehl auch nur nachgeht, gibt es schon ganz oft 100 Bonuspunkte. Und wenn man bestimmte Sachen hintereinander erledigt, zum Beispiel bei einer Flagge, kann man da schon echt heftig Punkte absahnen. Und dann gibt es da noch so ein paar andere Sachen, das werdet ihr bald im Gameplay sehen, wo man noch mehr Punkte für bekommt. Also wirklich, Freunde, das Squad-Play, die Squad-Punkte, Bonuspunkte sind verdammt viele und auch verdammt wichtig. Also man sollte wirklich die Squad-Befehle befolgen. Killsteals in Battlefield 1 werden jetzt nicht mehr so heftig belohnt. In Battlefield 4 und so weiter war es jetzt zum Beispiel so, dass wenn ein Teammate einem Gegner 99 Schaden gemacht hat und ich den Gegner dann einmal angepustet habe und ihm halt einen Schaden gemacht habe, sozusagen, dann habe ich trotzdem den vollkommenen Kill bekommen. In Battlefield 1 bekommt man jetzt nur noch 20 Punkte für einen Kill und die meisten Punkte, indem man Schaden am Gegner verursacht. Das heißt, wenn ich jetzt einem Gegner 90 Schaden zufüge, bekomme ich schon mal die 90 Punkte safe. Plus dann nochmal extra Punkte, wenn der ausgeschaltet wird von einem Teammate, der dann allerdings nur seine 20, 30 Punkte dafür bekommt. Ich habe mehr Schaden gemacht, ich bekomme mehr Punkte. Und das finde ich sehr nice. Dann hat das auch endlich mal Gerechtigkeit. Was haltet ihr davon? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich kann mir vorstellen, dass es da unterschiedliche Meinungen zu geben wird. Zum Start von Battlefield 1 gibt es 6 Fraktionen. Und das sind deutlich mehr als bei den vorherigen Battlefield-Spielen. England, Österreich, Ungarn, Deutschland, die USA,
Italien und das Osmanische Reich. Es wurde sich sehr viel beschwert, dass jetzt zum Beispiel Frankreich und Russland nicht dabei sind. Frankreich kommt mit dem ersten DLC. Russland wird wahrscheinlich auch mit einem DLC nachgeliefert werden. Und Freunde, da braucht man sich echt nicht beschweren, dass da jetzt nicht alle Fraktionen von Anfang an drin sind. Das geht auch gar nicht. Das sind jetzt schon 6. Egal, was man austauschen würde, es würden sich immer Leute drüber beschweren, dass das jetzt nicht drin ist und so weiter. Und im Endeffekt sind es auch nur Fraktionen. So, das waren jetzt die News aus den letzten Tagen. Wenn ihr keine weiteren Battlefield 1 News und weitere Videos zu Battlefield 1 verpassen wollt, freue ich mich sehr über ein Abo. Jeder ist herzlich willkommen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, ein Like da. Wir sehen uns dann ganz bald wieder im nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Bis dann, haut rein und tschüss.